Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit Dwight und ich habe ein Medikit dabei. Dieses Setup und das Medikit, das war quasi noch bei Dwight am Start. Also das muss noch irgendwann von der letzten Runde sein, wo ich mit Dwight gespielt habe. Ich habe stetische Invasion, Adrenalin, wir schaffen das Balanced Landing dabei. Und ja, jetzt haben wir auch noch gewieft. Bringt uns nicht so viel. Oh, der Gunther wird schon gejagt. Die Obsession. Alles klar. Also, Dwight wurde, glaube ich, das letzte Mal auch beim Event gespielt, als ich ein bisschen gelevelt habe mit ihm. Der hat jetzt ja auch wieder sämtliche Perks am Start. Oh. Drei Leute am Gen. Ah, der Billy. Interessant. Da sind wir doch mal gespannt. Oh ja, nee, der wird erstmal nicht weggesägt. Der kriegt erstmal einen Schlag auf den Nacken. Und wenn jetzt keiner mehr einen Skillcheck bekommt, dann. Wuhu! Ist der erste Generator schon durch. Oh wow, nice. Rennt mal nach da vorne direkt zum nächsten. Falls wir auf dem Weg dorthin Ruin oder irgendwas sehen, könnte man das natürlich wegmachen. Die Obsession wird bestimmt einen Strike haben. Gehen wir jetzt mal von aus. Oh. Strike vielleicht verkackt oder was? Ah, er rennt rüber. Oh shit, er hat doch den David gesehen, oder? Yo, David, alles klar. Läuft bei dir richtig gut. Ja. Ich weiß auch nicht genau, was das wieder für eine Aktion war. Oh Mann, ey. Die Kartoffeln sind mal wieder reif, Leute. So, wir warten noch einen Moment, bis er, genau, bis er zumindest umgedreht ist. Und schleichen dann mal hinterher. Wir haben zwar, wir schaffen das dabei. Aber da jetzt hochzuheilen, er geht nicht zurück. Okay, vielleicht will er die Obsession dann auch nicht so richtig reinscheißen lassen. Aber die Rettungsaktion, David, das war mal wieder. Ne. Ich hätte dich hochgeheilt, so ist es ja nicht. Die Rettungsaktion war mal wieder Premium. Okay, ne. Leider kein Ruin hier irgendwo zu sehen. Wir gehen zum Generator. Also, oh ne, die Obsession wird tatsächlich schon wieder gejagt, Leute. Oh Mann. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, RIP. Nächster Generator ist fertig da vorne. Rennen sie. Ja, das Problem ist, ich kann jetzt nicht großartig was machen, ne? Ich habe ein Medikit dabei, aber sie damit jetzt hochzuheilen, das würde auch zu lange dauern. Schade. RIP. Damit ist die erste Person dann mal down. Ja, ich würde sagen, die kann sich beim David bedanken. He did a pretty bad job so far. Weiß echt nicht. Das war schon wieder so der Klassiker, ne? Irgendwie, er wird gejagt, rennt aber zum Haken und hebt sich vom Haken runter. So, danke David, für nichts. Okay, er wurde immerhin wieder direkt umgesägt. Oh, sie haut auch ab. Ich würde ganz gerne in die nähere Umgebung. Was aber nicht geklappt haben dürfte. Nee. Ah, vielleicht doch. Vielleicht ist er doch hinter der anderen hinterher, hinter Nia. So, dann kommen Sie da mal wieder vom Haken, bitteschön. Wie gesagt, wir schaffen das wäre am Start. Wenn du diesmal nicht direkt wegrennst, würde ich dich ja auch hoch. Oh, wow. Killer kommt direkt wieder zurück. Nö. Da stehe ich aber nicht hinter. Ich zieh's mal. Okay. Möge die Jagd beginnen, Billy. Nee. So einfach muss er uns jetzt ja auch nicht bekommen. Wir rennen mal nach oben. Wir haben ja
Alan's Landing dabei. Und fleißig hinter uns her. Da vorne ist die Nia. Und, ja. Hat er jetzt die Nia gesehen oder was hat er jetzt vor? Ach ne, er hat den. Wow. Er hat den David wieder gesehen. Wo war der denn? Also okay, ich sehe es jetzt ja auch, aber... Hab gar nicht bemerkt, dass er da auch gewesen ist. Aber wenn man in der Jagd ist... Ich habe leider keine Bindung oder so, ne? Ganz gerne. Wird ganz gerne nicht im Barbecue-Reichweite sein. Ich hätte natürlich auch einfach in den Schrank gehen können. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Und der hat mich aber sowas von gesehen. Schon Valence Landing. Jetzt! Okay, Valence Landing ist ready. Oh shit, Leute. Das hättest du dir für die Palette sparen sollen. Ja, er geht hinterher. Das muss er jetzt wegsägen. Valence Landing ist wieder bereit. Oh. Nee. So einfach klappt das ja dann doch nicht. Oh Mann. Schaffe ich es jetzt hier nochmal runter? Ja, ne? Alles easy, oder? Jo. Nee. Sind wir hier schon wieder ein bisschen im Kreis rennen jetzt, oder was? Ist er immer noch hinter mir? Ja. Oder? Hab ihn abgehängt. Da ist er. Oh, Leute. Ruin-Totem ist weg. Oh, Mann, ey. Ha, dass ich ihn da abhängen konnte. Nice. Wir haben nur eine Palette weggegeben. Nur eine Palette weggegeben. Ist in Ordnung. Ich denke, das kann man machen. Okay, wir reparieren den nächsten Generator. Wir sind nur noch zu zweit, ja. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir keine drei Gens mehr zusammen fertig bekommen. Also wird einer von uns beiden Hübschen, wenn überhaupt, die Luke bekommen. Wo ist jetzt hier die nächste? Hier drin ist wahrscheinlich der nächste Schrank, ne? Ich könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt laggen wird. Vielleicht wird er ihn gar nicht aufhängen, aber ich werde trotzdem... sicherheitshalber erstmal in den Schrank gleich reinspringen. Jetzt wird die Säge gestartet. Versuche aber, solange es geht, hier noch am Generator zu bleiben. Vielleicht bekommen wir den ja noch fertig. Nicht, dass es uns irgendwie was bringen würde. Problem ist, sie hat bestimmt auch Valence Landing. Das ist kein Problem, dass sie Valence Landing hat. Ich zieh jetzt mal durch. Nö, so einfach geht das nicht, Billy. So, der spielt jetzt wieder Spielchen am Stein, oder? Ja. So. Nehmen wir jetzt den anderen Weg. Ist er wieder? Ich ziehe es jetzt mal. Ach, schade. Ich dachte, er täuscht jetzt nur an. Okay. Er täuscht nicht an. Dann würde ich gleich mal wieder den Sprintboost nehmen. Oh, Scheiße. Oh Gott. Sorry, muss los. Bin jetzt mal dreist.
Oh, ich komme damit durch. Ich komme damit durch. Vielleicht. Da ist er. Okay. Er verliert einen echt schnell. Krass. Er hat uns wirklich verloren. Das gibt's ja nicht. Zum zweiten Mal. Puh, und der andere konnte sich heilen. Ist das geil. Okay, ich sollte jetzt aber ein bisschen vorsichtiger sein. Alles klar. Also in der Jagd haben wir bisher zweimal gut gespielt. Vor allem haben wir beide Male die Jagd gegen ihn gewonnen. Obwohl einmal habe ich eine Palette gezogen. Palette hier hinten ist auch schon weg. Die habe ich auch gezogen sogar, ne? Nachdem ich gerettet hatte. Und bestimmt jetzt... Ach, da war die Nia, Leute. Okay, mach du mal hier weiter. Wir waren aber beide sneaky unterwegs. Ich versuche mal den einen Generator wieder zum Laufen zu bringen. Weiß nicht, was er gerade macht. Da ist er. Okay, er hat uns nicht gesehen. Oh, ist der Jen schon wieder weit zurück. Den hatten wir so schön... Wow, ey, der war doch schon über die Hälfte rüber, oder? Naja, gut. Kann man nichts machen. Hat er jetzt wohl die Nia gesehen oder nicht? Er sucht da hinten auf jeden Fall. Wenn er jetzt zu uns kommt, müssen wir zusehen, dass wir ihn auch nochmal wieder ein bisschen aufgehalten bekommen. Mich wieder nicht gesehen, Leute. Perfekt. Warten wir. Hey, guckt erstmal zurück. Wir warten ein bisschen. Komm mal ein Stück zurück. Sicher ist sicher, da hinten war er. Der hat mich nicht gesehen, oder? Nö. Okay, er sägt wieder rüber. Er wird gleich wieder hierher kommen. Oh, die Nier. Du bringst ihn mit, oder? Ja, leider. Uns hat er nicht gesehen. Nia auch nicht gesehen? Keine Ahnung, ob er jetzt in der Jagd ist oder nicht. Ich glaube, er jagt sie. Irgendwann müssen wir es aber schaffen. Okay, ein Gen ist fertig. So, der kommt zurück. Da ist er wieder. Hat mich nicht gesehen. Er hat Nia gesehen, oder? Lauf, Nia, lauf! Boah, die Runde zieht sich aber doch ganz schön dafür, dass wir wirklich nur noch zu zweit sind. Ich weiß gar nicht. Also gefühlt sind wir jetzt schon die halbe Runde nur noch zu zweit. Nein!
Near down. Es laggt, oder? Habe ich nicht gesagt, er wird's laggen? Wo ist er? Headset wieder falsch rum auf, oder was? Es war so klar, dass er's laggen wird. Da ist er. Ist er hin? Weg. Okay. Sie kriecht jetzt in die andere Richtung. Oh, hat er mich gesehen? Schade. Oh nein! Er hat mein Item weggeschlagen. Oh shit. Er hat Franklins. Na gut, ich wurde bisher noch gar nicht erwischt. Deswegen wusste ich das nicht. Ich muss jetzt probieren, ihr hochzuhelfen. Okay, lauf. Ich muss jetzt hoffen, dass sie weit genug wegkommt. Ja, aber jetzt werde ich halt geslackt, ne? Okay, wir sind down. Schade. Wir recovern. Ach ja. Ach, ich werde aufgesammelt. Ah, verstehe. Habe ich wieder den, YouTuber-Bonus oder was? Oh, bitte geh in den Schrank. Nein! Das war's, oder? Ah, ich war dir zu gut. Verstehe, okay. Das ist in Ordnung, Billy. So, hat er kein Barbecue? Als ob Billy kein Barbecue dabei hat. So, Vorsicht, Nia. Ich hoffe, sie hat Balanced Landing jetzt nicht gerade weggewastet. Interessant, wir werden an den Haken gepackt und Rush nicht. Ach ja. Hab ich's dann jetzt richtig predicted mit dem Sluggen? Ich meine, er hat bei ihr gesluggt, bei mir nicht. Aber er campt jetzt. Normalerweise. Ach, sie soll einfach probieren, die Luke zu bekommen. Ich lasse mich sterben und ermögliche ihr, die Luke zu bekommen, Leute. Oh Gott, hat er sie jetzt gerade gesehen? Bitte hat er sie nicht gesehen. Dann wäre das jetzt umsonst. Ich meine, sind nur ein paar Punkte. Aber ich würde ihr halt gönnen, dass sie dann jetzt die Luke bekommt, wenigstens. Weil sie hätte mich nicht retten können. Nein, sie wurde erwischt. Sie wurde schon erwischt gerade, Leute. Oh nee. Komm schon, bitte. Ah. Naja, auf der anderen Seite müssen wir sagen, nicht springen. Gut. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, schlägt einfach die Luft. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, er hat sich selbst verarscht. Sie wäre wahrscheinlich so oder so gesehen worden. Also sie hätte mich ja so oder so nicht retten können. So, da geht er durch. Sie kann nur noch Zeit schinden eigentlich. Ach, guck mal, sie spielt nur mit Nias leerbaren Perks. Er ist zurückgegangen, Vorsicht. Die Palette habe ich hier leider schon gezogen. RIP, oder? Da rechts könntest du einmal durchspringen. Nee, sie lässt sich leider sterben. Okay. Ach ja. Interessante Runde. Ach, schade, dass sie da denn so nah rangekommen ist. Wenn er am Campen ist, dann kannst du da leider nichts mehr machen zu zweit. Ich hatte die Hoffnung, dass sie die Luke bekommt, wenn ich mich sterben lasse. Naja, okay. Aber hey, ich muss sagen, dafür, dass wir wirklich nur noch zu zweit gewesen sind, haben wir das Ding echt gut runtergespielt und wir wurden beide auch ein paar Mal erwischt und konnten den Killer wirklich immer wieder loswerden. Also, interessante Runde auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf sein Setup. Und ich bin auch gespannt darauf, wie viele Punkte wir eigentlich haben. Habe ich ja eben noch gar nicht mehr angeschaut. Also, zweimal schillernd, einmal Gold, einmal Silber. Medikit. Und, ja. Was? Was meint er? So, okay, 21.000. Wer ist denn Stealth? Keine Ahnung. Er hat Nöd gehabt. Braucht man aber auch auf Billy, finde ich.
Also in letzter Zeit, ja, wenn du Billy ohne Nöt spielst, dann kriegst du gar keinen. Okay, Ruin, Beständig und Franklins. Beständig war mir gar nicht so bewusst, aber ich glaube, ich habe ihn auch nie getroffen. Interessanterweise haben wir, okay, sie wollte die Nia spielen scheinbar, aber was war denn bei ihm los? Der hat nur Wir wären ewig geiern gehabt und deswegen hat er die Alte hier bestimmt auch direkt vom Haken geholt. Wir haben dreimal Balanced Landing dabei. Interessant, zweimal Adrenalin. Hier waren noch Bindung und Objekte Beschissenheit dabei. Ach, kein Strike. Das war das Problem. Naja, gut, okay. Interessante Runde. Dr. Versace. Ich weiß immer noch nicht genau, warum er den einen geslackt hat und uns nicht. Ist das ein neuer Account? Also, er hat einen öffentlichen Account, Level 1. Mit drei Freunden. Interessant. Naja, gut, Leute. Ich bin raus, ja. Ich hoffe, dass das jetzt nicht die falsche Entscheidung gewesen ist, sich sterben zu lassen, wenn sie jetzt zu mir gerannt wäre. Sagen wir mal, der Billy entdeckt sie. Sie rennt zu mir, hakt mich vom Haken runter, dann ist sie tot. Dann wäre ich in der Jagd gewesen und sie hätte da gelegen, dann wäre ich auch irgendwann umgeklatscht worden. Wahrscheinlich, weil ich war jetzt verletzt. Ich glaube schon, dass er Ohren hat. Obwohl, weiß man nie. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Runde. War mal wieder eine geile Runde. Ich muss sagen, die Runde hat mir persönlich richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass DBD uns demnächst wieder mehr solcher Runden hier liefert. Und das Event so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Danke für die Aufmerksamkeit, Leute. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.